Eure Fragen beantwortet heute mit folgender Frage. Noah, was hältst du von Umkehrosmosewasser? Plastikflaschenwasser oder Wasser aus dem Wasserhahn ist bekannt dafür, dass es Schwermetall oder Mikroplastik belastet ist. Deswegen greifen viele Menschen mittlerweile zu sogenannten Filtersystemen und auch da ist natürlich die Unsicherheit sehr groß. Umkehrosmose, doch keine Umkehrosmose, was ist das richtige Wasser? Im Endeffekt lassen sich viele Menschen hier gerade sehr verarschen und greifen tief in die Tasche, obwohl das nicht sein muss. Ein rein gefiltertes, normales Umkehrosmosewasser, das frei ist von jedweder Stoffen, reicht voll und ganz aus. Es muss nicht extra eine Strukturierung stattfinden. Dr. Emoto Takahiro konnte feststellen, dass Wasser, wenn man es nur bespricht, besprechen in tatsächlichen Worten, so abgedreht wie das klingen möge, sich positiv ausrichtet, in dem Sinne, wenn man es positiv bespricht. Es reicht voll und ganz aus, sein Wasser selber positiv zu besprechen. Hört sich verrückt an, ist aber so. Ich möchte hier ganz deutlich machen, dass ich hier wissenschaftlich dran gegangen bin und nicht spirituell. Sollte dir dieses Video gefallen haben,